Er baut einfach wieder eine Hallo. Glaskuppel. Wie findest du meine Kuppel? Ja, nostalgisch. Aber diesmal mache ich nicht nur eine Kuppel. Diesmal mache ich mehrere Kuppeln. Aber so kleine, so Let's go. habitatsmäßig. Hier kommt noch eine kleine Kuppel hin für so Farmen und so, weißt du? Strong. Ich habe mir vorgenommen, null zu bauen. Null in diesem Projekt. Null. Null. Hast du schon mal Null. einen Block platziert? Ja, halt Kiste, ne? Ja, schon verloren, Spark. Kisten, ein paar Tische und sonst was, aber. Dann hast du ja schon was gebaut. Oder sagst du, du willst ein Haus bauen wie Early Boy, so vom Stil? Genau, ich baue Early Boys Haus. Ja, dann nice. Okay, so. Wollen wir? Invite, Party, magst du eine aufmachen oder? Oh ja. Sonst kann ich dir nicht hinterher, sonst steht da Error. Bin drin. Du hast mehr Leben als ich. Aber ich bin auch Magier. Okay, und das funktioniert gut mit den Zeugs. Ja, ich kann so Wie einen Feuerwehr machst du machen. Damage? Okay. Ja, und ich habe halt auch ein Schwert. Aber ich krieg halt eher Ability Power. Am Anfang ist es, glaube ich, eher doof, weil ich sonst nur dieses Schwert habe und ja. Ja, also ich bleib Nahkampf weiterhin. Ich weiß nicht, ob es ein Scavenger Vault ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, alles random, Freunde. Hoffentlich ist Elixier. Ich habe keine Lust nochmal auf Scavenger. Ja, Gott sei Dank. Wie markierst du Hast du den einen Ausweg immer? Auch Kompass? einfach mit Steinen, wo es rausgeht dann? Ah, ich habe mir einen Kompass gecraftet. Oh lol, Aber brauchen wir ja nicht. In der Elixier Vault müssen wir nur so einen Stone finden. Ja, schon. Ich mach's aus Prinzip immer, falls man es halt nicht schafft, dass man noch rauskommt, so weißt du. Weil Ja, ganz am verstehe Anfang war es ich. so, dass man das auch nicht immer geschafft hat. Ja, aber das geht ja halt um Kompass dann. Nochmal bitte, es geht um. Mit dem Kompass geht das ja. Ja, aber ich habe ja keinen. Achso, ja, Deswegen, das ist dann. ich wusste gar nicht, dass es überhaupt einen gibt. Ich höre zum ersten Mal von einem Kompass. Ja, der Vault Kompass, das ist eine Mod, die du freischalten musst, kostet einen Knowledge Point. Und mit dem. Oh, in so einer Vault war ich auch noch nicht. Ja, ich glaube auch noch nicht. Schön. Ich geh mal Ja. runter. Ja, ich lasse immer den Raum. Ich gehe direkt geradeaus in den nächsten weiter. Oh, guck mal, da gibt's große Hasenfrosch-Dinger. Oder was das auch immer sein soll. Oh, Glim, ich habe direkt einen Treasure Room hier hinten dran. Aber ich weiß nicht, ob es Treasure Echt? oder Trap ist. Oh, einen X-Marks-Spot-Grün. Ja, ein X-Raum. Also, willst du da mit rein? Boah, ich bin vom letzten sehr geschädigt, aber ich komme auch mal. In welche Richtung bist du gegangen? Einfach nur geradeaus vom Eingang runter. Also, ich sag mal so, der letzte Raum war mein erster Tod innerhalb einer Vault. Okay. Also, ich sag mal so, ne? Ich wollte es dir gerade anbieten, weil wir halt jetzt hier ganz frisch rein sind, ne? Ansonsten, ich Ja. halt gesagt, jeder nimmt einfach den Raum, den er kriegt, aber jetzt sind wir ganz frisch rein, du hast gepaid und dann können wir mal gucken, was da abgeht. Ach Ich so, habe ja, wenn man bisher so zwei Treasure Rooms hat, gefunden. habe ich die bis jetzt immer geteilt. Wir haben auch mal diesen Omega Room gefunden, wo halt wirklich ultra viel Treasure Sand einfach war. Also, du hast Blöcke zum Hochbauen, ne? Ich habe Blöcke zum Hochbauen, ja. Das heißt, ich würde sagen, ich bewache hier, du gehst runter und guckst. Okay. Und man kann den Eingang hier so ein bisschen größer machen auch. Wie sieht das aus? Wie viele Mobs kommen dann da? Die Wände gehen auf. Du musst da nur schnell genug quasi wieder hochjumpen. Deswegen Okay. mach dir vielleicht mal so einen größeren Bereich und oben joinen dann auch Mobs. Deswegen baue ich mal so einen Ausgang direkt, den man easy benutzen kann. Ein bisschen Weiß nicht, ob das warten, dann hörst funktioniert du. hat, aber ich habe mich schon. Ich war Doch. schon unten, habe ich wieder hochgebaut. Und was sagt er? Nix. Treasure, komm Oh, runter. Treasure! Let's go! Geil! Was pack ich nämlich immer mit, du bringst richtig Glück. Hier, wenn du eine Kiste leerst, bau die mal ab, damit wir nicht 50 Mal in die leeren Kisten wieder Oh, reingucken. ich habe so einen Abbauer. Mit dem baue ich sowieso die Kisten immer ab. Sorry, ey. Sind alle so krass drauf. Ich habe damals, also ich habe schon 2021 eine E-Mail an Iskel geschrieben, wegen Vault Hunters. Da war das Ganze noch nicht öffentlich, ob ich das zocken könnte. Und seitdem habe ich so Videos davon mal geguckt und so. Ist alles schon ein bisschen her, aber so ein paar Sachen weiß ich noch. Ja, ich habe das schon mal gespielt, aber ich habe das auch abgebrochen gehabt. Das kam leider überhaupt nicht gut an auf YouTube und diesmal auch wieder nicht. Oh. Also das kommt so schlecht an. Zweite Folge direkt 10 von 10. Schlechter als die letzten Crafting-Folgen. Create-Folgen meine ich. Boah, das war nicht geil. Es ist zum Spucken nicht so spannend.
Ich finde, also gut, ich habe zugeschaut bei denen, das fand ich extrem unterhaltsam, aber. Ja, wir sind durch hier, ne? Ja. Ich habe hier noch ein paar. Ah ja. Ja, also mal Geschmackssache, aber man sieht es ja an den Metriken, also die meisten interessiert das nicht. Deswegen bin ich nicht mehr auf YouTube unterwegs. Ich gehe mal nach Osten weiter. Jojo. Ja, der Bounty ist auch komplett, das war schon mal gut. Habe ich mir. Oh nein, ich habe mir nicht gemerkt, wo es gerade rausging, ne? Oh, jetzt muss ich nochmal zurücklaufen und gucken, ob da irgendwo mein. Ich habe mir den Raum nicht markiert. War das hier der Raum, der Weg? Ging es hierher? Nein. Jetzt bin ich natürlich lost. Das ist halt dieses, das ist das Problem jetzt. Ich weiß nicht, wo es reinging. Da ging es her, okay. Ja, ein paar gucken die sich an. Ich weiß, wir machen nur die ganzen Walls nochmal auf dem 2-Channel, ne? Aber es ist halt eigentlich nicht für YouTube geeignet. So ist es. Wie läuft's soweit bei dir? Ich musste erstmal finden, wo es zurückging, weil ich mir den Weg nicht gemerkt hatte. Also bin ich nochmal zurück zum Spawn gelaufen und habe mir markiert. Und dann bin ich jetzt wieder nochmal zurückgelaufen. Alright. Jeder Raum wird markiert. Doppelretreat sozusagen. Ja. Dann bin ich zuerst in die falsche Richtung zurückgelaufen. Ich habe ein neues Schwert, das ist doch besser als mein altes. Also hier gibt es auch einmal Gegner, die kannte ich vorher noch nicht und das Loot ist auch besser als in meinen Walls. Wahrscheinlich, weil ich über Level 20 jetzt bin, ne? Ab Level 20 werden die auch deutlich schwieriger. Ja, okay, meine höchste war halt nur 19 bis jetzt. Ich habe es jetzt erst, ich habe mehr Level 20 Walls versucht, als ich geschafft habe. Okay. Oh oh. Wow. Kann sein, dass hier nicht so viele Ausgänge gibt wie niedrigeren Walls. Ausgänge, was meinst du? Ja, diese lila Dinger zum Draufklicken. Ah, die Lodestones. Ja, einen habe ich schon gefunden. Aber weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Das ist mein erster Lodestone Vault mit Level 20. Okay, ein Viertel haben wir. In dem Treasure Room hat es leider keine XP gegeben. Deswegen muss ich jetzt Oh ein ja, bisschen das schneller stimmt machen. nicht viel, ja. Oder halt nicht viel von den Kisten, oder? Ja, ich bin halb. Sobald ich meine Hälfte voll habe, helfe ich dir ja auch mit. Ja, ich komme schon so 30% habe ich jetzt. Ich habe schon vorhin im Chat gequatscht, so Game Design technisch, was ich schwierig finde. Ich wollte ja auch was überlegen, Dungeon technisch, aber das wird auch dieses Mods Elements nix. Ah Aber jo. das Problem ist einfach, also bei Vault Hunter gefällt mir überhaupt nicht, dass du zehntausende Equipments und Rüstungssets hast, die alle zufällig generiert sind und die dir alles vollmüllen. Du holst dir Equipment und von allem, was du kriegst, du benutzt gerade mal 2% und 98% schmeißt du weg, weil es schlecht ist.
Ja, das ist halt dieser Überloot, ne? Du kannst ja, die halt dann recyceln und eigene Sachen craften. Ich persönlich mag zumindest das Konzept halt nicht. Weil du mehr Müll findest als was anderes. Und teilweise auch mehr Zeit außerhalb der Walls verbringst als innerhalb der Walls, weil du ständig die Sachen halt fahren musst für den Eintritt und so. Ja, aber ich finde da gerade das ist ein kreativer Weg, ob man den jetzt gut findet oder schlecht findet, sei dahingestellt. Aber um Minecraft mit so einem Vault-Dungeon-mäßigen Gameplay zu verbinden. Weil man ja, nee, das verstehe ich. Aber also dieses Mal geht es auch, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe bei Bolt Hunters 2 gespielt und da habe ich am Ende gesagt, ey, ich gebe mir die Kristalle direkt, weil ich habe da so lange außerhalb fahren müssen, das hat halt dann keinen Spaß mehr gemacht. Aber dieses Mal geht es aktuell noch besser. Da musstest du halt direkt okay. immer Nether Stars und Stuff oder irgendwie sowas, halt krasses Zeug oder so ein bisschen schwieriger zu kriegen und da ist halt ultra viel Zeit gewastet. Gott, aber ja. Hier ist vieles besser gemacht worden in der dritten Stufe, finde ich. Also ja, Vault Hunters 3, nicht 2. Ja, Vault Hunters 2 habe ich nie gespielt. Ich habe tatsächlich wirklich dann... Ich bin direkt quasi nur bei 3 eingestiegen. Ja. Weil ich wollte das nie alleine spielen. Ich dachte mir immer, das ist halt was Cooles für so ein Projekt. Ich habe es immer mal wieder vorgeschlagen. Ja gut, ich wusste ja schon. Ich habe auch Blizzard gesagt, das wird nicht gut ankommen. Aber ihr habt das ja abgestimmt, von daher... Ja, ich hätte bei anderen, also es wurde halt Pokémon vorgeschlagen, aber ich gesagt, ja, habe ich einfach kein Interesse dran. Ja, nee, aber dann ist, ja auch, aber Das war nur, also Blizzard hat einfach irgendwas gesucht, so, und das hatte ich halt vorgeschlagen, weil es halt mal was anderes ist, was wir so auch nie gemacht haben. Dann werde ich das für mich alleine noch mal irgendwann spielen oder so. Kiste wieder. Dann hier wieder. Oh, richtig viele. Habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal neues Loot gesehen. Ich habe auf jeden Fall neues Loot gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe, dank dem Dungeon jetzt. 20. Ja, da gibt's halt diese ganzen Scavenger-Items, die finde ich unglaublich nervig. Die Dekorations-Items finde ich nervig, das sind so viele Deko-Items. Ja, ja. Aber wenn du dir eine vernünftige Chest craftest, dann nimmst du ja alles automatisch so irgendwie richtig mit. Ja, diesen Pouch da. Ja, und wenn du die richtig aufsetzt, dann ist das ganze Farmen doch schon sehr satisfying. Also sprich eine Pouch craften, da die Items einstellen, die du haben willst. Ja, ich muss das noch irgendwie machen, dass ich die Dinge abbauen kann. Ich kann die noch nicht abbauen. Ich loot die halt nochmal Items händisch raus, ne? Ah, ja. Ey, das ist ein Gamechanger. Craft dir so eine Sichel. Du kriegst in einer Quest, kriegst du deswegen extra alle Teile, die du brauchst, die du auf eine Sichel packen kannst, damit du, oder auf irgendein Tool deiner Wahl, aber ich würde eine Sichel nehmen, weil die halt nichts anderes aus Versehen abbauen kann. auf jeden Fall kriegst du in einer einzigen Quest alle Materialien, die du brauchst, um eigentlich alle Chests instant, also nicht instant, sondern relativ schnell abzubauen. Dann auch Efficiency drauf enchanten und du bist eigentlich good to go. Okay, du sagst eine Quest, gibt's da irgendwie jetzt von dem ganz normalen Questbuch was? Ja, genau. Ja gut, dann bin ich da noch nicht. Aber kann sein, die kommt relativ früh, aber das muss man halt. Ich habe heute erst den Bounty Tables erstmal fertig gemacht. Ah, ja. Ja, das Questbook ist schon ganz geil, also gut gemacht, glaube ich. Das oh, ich habe übrigens auch schon voll, also ich könnte theoretisch schon raus, aber man kann ja noch ein bisschen durchgehen. Ja, safe, also ich loote die immer bis zum Ende. Oh, eine Treasure Room. Oh, ein Epic One zum Verkauf. Mhm. Könnt ihr. Ich glaube, den gönne ich mir tatsächlich. Hier ist der Ausgang nochmal extra markiert. Der kostet
6 Gold. 4 Gold sogar nur. Holy shit. Geil. Günstig. Achso, so, wo du dir was mit den Münzen kaufen kannst. Aber habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt. Das sind so rote Türen. Da kannst du dann einfach reingehen und so ein Shop-Symbol ist davor. Und da bist du auch safe. Da kommen die Mobs nicht rein. Aber ich würde trotzdem aufpassen, weil wenn die davor sich sammeln, kommst du auch nicht mehr wirklich raus. Aber kannst du nicht einfach kurz hauen, Stück für Stück? Du kannst nicht aus dieser Barriere schlagen. Ah, okay. Das heißt, du kannst das erst, wenn du weit genug gehst und dann können die sich halt schon angreifen. Wie machst du das eigentlich mit deinen Hotkeys? Dieser Water MLG hat nicht geklappt. Zum Heilen. Bitte? Und so? Wie machst du das eigentlich mit deinen Hotkeys zum Heilen? Ja, ich habe einfach ein paar Hotkeys genommen. Also ich habe jetzt... Okay, hier ist ein Dings. Ich habe einfach F, weil ich meine Offhand eh nicht tausche. Da habe ich Heilen draufgelegt. Auf R habe ich den Dash und auf C habe ich meinen Feuerball. Ah, okay. Ich habe die auf die F-Tasten gelegt, weil ich habe das auf der Maus und ich muss mit meinem Daumen einfach nur drauf drücken. Ah, ja, okay, das ist geil. Dann drücke ich einfach am Daumen F4 und F6 und so, die sind direkt aneinander, dann kann ich die mal, geht immer zügig. Muss ich gar nicht auf Tastatur. Wir hatten eben eine Vault mit Champion Affinity, dann unten rechts, da ist jetzt gerade gar nichts, aber da hast du so manchmal so Bilder, die zeigen dir, was deine Vault besonders macht. So, und wir haben einfach eine Standard-Vault jetzt, aber wir hatten da so eine Vault, die halt übermäßig viele Champions hat. Und dann waren irgendwie in einem Raum immer mehrere Champions und so, das war lustig. Ich habe noch nie was anderes aus einer Standard-Vault überhaupt gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es mit Level 20 anfängt. Fuchsen hat die Tage so eine Cake-Vault gemacht, die will ich auch mal machen. Eine Cake-Vault? Ah, ja. Kuchen. So, gehen wir hoch. Was ist denn das? Ey, hier war gerade so ein richtig dicker Pilz. Bann Fungus. What the hell? Was für ein Fungus? Ja, wie so ein richtig dicker, fetter Pilz, der auf seinem Hintern gesessen hat und um sich geschlagen hat. Witzig. So als Mob. Ich hätte Angst. Fungus, glaube ich. Ist der. Ich finde es sehr geil, dass die Slimes eine Giftwolke hinterlassen und sich selbst mit vergiften. Ja, dass die selber daran sterben, finde ich ehrlich auch geil. Das ist so dumm. Hier ist gerade irgendwas gespawnt, ich weiß aber nicht wo. Jetzt hängen wir noch weiter. Nicht besonders jedenfalls, okay. Da wäre auch nochmal ein Ausgang. Was ist immer deine Zeit, wo du rausgehst? Ich versuche so bei 3 Minuten etwa. Ich versuche so lange drin zu bleiben, wie es possibly geht. Ja gut, letztes ich hatte Angst, keinen Ausgang zu finden im letzten Moment. Ja, gerade hier sind halt immer diese Lodestones und dann versuche ich halt in den Raum mit einem Lodestone zu gehen, da ein bisschen zu... Die sind sogar, nein, und dann versuche ich da in dem Raum zu bleiben und dann weiß ich halt, dass da ein Lodestone ist. Jetzt gerade habe ich noch 7 Minuten. Ich weiß genau, dass der Raum hinter mir einen Lodestone hat. Das heißt, ich gehe in den nächsten Raum. Und wenn hier auch ein Lodestone ist, kann ich wieder in den nächsten Raum gehen und wieder in den nächsten Raum. Und wenn ich dann irgendwann durch bin, dann kann ich einfach in die Lodestone-Räume zurück. Jo. Oh, das ist jetzt ein Special-Raum. Oh, ist das ein Fact? Was ist das für ein Raum?
Hier sind noch keine Mobs. Laboratory Blocks. Ja, Special Räume immer cool. Ja, dann geht's ja nochmal hoch. Ja, da war nochmal ein Ausgang, aber. Ich habe das Gefühl, je weiter man kommt, umso besseres Loot gibt es in den Räumen. Je weiter man vom Spawn entfernt ist sozusagen. Ja, aber so ein Gefühl halt. Ich habe wohl den Paint Room gerade erwischt. Das soll so ein guter Raum sein. Ich würde gerne beschreiben, wo ich bin, aber ich glaube, bis du bei mir bist, ist es auch schon wieder vorbei, der World. Nein, das lohnt sich nicht. Also ich weiß ja nicht mal, wo ich überhaupt selbst bin. Ich habe nicht mal einen Kompass. Keine Ahnung, wo ich überhaupt selbst bin. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Oh, hier ist Geld auf dem Boden. Geld auf dem Boden gefällt mir. Ein Spark hat das gefallen. Drei rote Kisten, sehr gut. Es geht einfach. Ich finde das unhöflich, wenn es jemand auslockt, ohne Tschüss zu sagen. Ja. Okay, mache ich immer. Echt? Ja, ist schon so, wenn ich jetzt gerade mit keinem Talk oder so drin bin, so random, dann. Man kann ja wenigstens mal Tschüssikowski oder so schreiben. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht so der Floskelmensch halt. Oder Chausen McFlausen oder so, weißt du? Ja, aber eine Begrüßung, eine Verabschiedung finde ich eigentlich inhaltslos. Generell auch im echten Leben, weil wenn jemand geht, dann siehst du ja gerade, dass er geht. Und wenn er sich immer auf dem Chat ausloggt, dann siehst du ja, dass er sich gerade ausgeloggt hat. Warum soll er dann Tschüss sagen? Du siehst ja, dass er geht. Du könntest ja die ganzen Sachen immer mit einem Funfact untermauern. So, tschüss, ich bin jetzt weg. By the way, Ameisen sind größer als Amöben. So, weißt du? Okay. Dann wäre es nicht so inhaltslos. Das ist vollkommen richtig, aber trotzdem vollkommen unnötig. Mhm. Aber wenn sich jemand ankündigt und Hallo sagt, also auch wenn du in Real irgendwo, keine Ahnung, bist und das, kommst dann zur Tür rein und sagst Hallo, ist ja klar, dass, also die sehen ja, dass du da bist, warum sollst du Hallo sagen? Eine Begrüßung macht nur Sinn, wenn du dich auf dich aufmerksam machst, weil jemand dich gerade nicht sieht, wenn du gerade in keinem reingekommen bist und der ist nicht aware, dass du da bist, dann macht eine Begrüßung Sinn, also Hallo, ich bin da, aber in dem Moment, wo mich jemand sieht, spare ich mir das Hallo, ich bin da. Ja, also aber kommt, wenn man zum Beispiel an, nicht weiß, wer du bist, so, wenn auf der Gamescom und ich sehe, ich weiß nicht mehr, wie du aussiehst und du sagst dann Hallo. Also nochmal, es kommt immer auf den Kontext an, aber so im Alltag halt. Auch nichts mehr drin, 2 Minuten 10. Ja.
Also wie gesagt, ich sehe direkt so ein Ding. Ich könnte oben noch mal gucken, ob da was ist. Oh ne, da war ich schon gerade, ne? Hier war ich schon. Ja, also mir reicht es eigentlich schon. Ich würde dann schon rausgehen. Zulass, ich bin jetzt gerade noch in diesem Omega-Room. Den würde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Das ist kein Problem. Du kannst das allein noch weitermachen. Das ist egal, ne? Wenn ich rausgehe, dann ist egal, oder? Ja. Oh, genau. Danke, dass du mitgekommen bist. Kein Problem. Bei dir steht jetzt nicht Wallcomputer. Du kannst ruhig noch in Ruhe durchgehen. Ich werde jetzt raus teleportieren einfach. Sicher, sicher. Ja, ich weiß. Genau, Chat sagt, nur von einem Hallo weißt du aber auch nicht, wer ich bin. Doch, von deiner Stimme. Alright, dann flatter ich mal wieder zurück in die Base. Bei mir ist nämlich auch gleich schon Feierabend. Ich sag schon mal im Voraus, wenn ich mich gleich auslogge, dann ist das ein Schissglimm, ja? Oder kannst du mich nicht hören, wenn du in der Vault bist, nicht mehr? Spark Chung. Ich muss mich gerade extrem konzentrieren. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe nur noch 45 Sekunden. Ich mach ruhig, mach ruhig. Ich rede gleich. Hat sich verlaufen. Oh! Oh? Na? Ja, Klim. Alter, war das knapp. Wie war das mit, ich gehe mal lieber so 2 Minuten vorher raus? Hey, es hat das geklappt.